Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Also wir haben verschiedene Koransammlungen, Literaturkoransammlungen. Und die beiden wichtigsten sind Momonkan und Hekigan-Roku. Dann gibt es in unserer Schule noch das Rinzai-Roku und noch verschiedene andere. Und ungefähr zeitgleich, wie das Hekigan-Roku entstanden ist, ist das Shōyō-Roku entstanden. Die Schrift von der heiligen Gelassenheit, so ungefähr, ja. Serenity, Book of Serenity. Und aus diesem Book of Serenity, da lese ich euch gleich mal den Text des dritten Koans vor. Und das dritte Koan lautet: Ein König in Ostindien lädt den Patriarchen ein. Das Beispiel: Der König eines Landes im östlichen Indien lud den 27. Patriarchen Prajnadara zu einem vegetarischen Essen ein. Komischerweise nicht vegan, naja. Der König wandte sich mit der Frage an ihn: Warum lest ihr keine Sutren? Der Patriarch sagte: Wer hier den Weg der Armut wandelt, der wohnt, wenn er den Atem einzieht, nicht in der von Wolken beschatteten Welt. Und wenn er den Atem ausströmen lässt, dann tritt er nicht ein in die Verknüpfung aller Dinge. Beständig gebe ich das Sutra der Soheit weiter. 100.000, 10.000, 100.000 Schriftrollen. Der 27. Patriarch, das ist Prajnadara, das ist der Dharma-Vater von Bodhidharma. Und der Prajnadara hat dem Bodhidharma geweissagt, dass er so und so viele Jahre nach dem Tod von Prajnadara den Dharma nach China bringen wird. Das weiß ich, wie viele Jahre später, ja, vielleicht 60 oder so. Und also dieser Prajnadara, vielleicht muss ich noch ein bisschen sagen, in der Zen-Ahnen-Reihe, da fängt die Nachfolge nach Buddha an mit Kasyapa oder Mahakasyapa. Der hat, als der Buddha einmal eine Predigt ohne Worte gehalten hat und dabei nur eine Blume hochgehalten hat, wohlmöglich noch ein Usambara-Pfeilchen, so ein ganz kleines Ding, da hat der gelächelt. Und 500 andere haben gemacht: Hö? Und da hat der Buddha gesagt: Dir, Mahakasyapa, übertrage ich meine Lehre ohne Worte und Schriften direkt von Herz zu Herz weisen, das große Dharma-Tor und so weiter. Ja. Und von dieser Übertragung leitet sich auch im Zen die Übertragung ab von Lehrer auf Schüler. Also seitdem geht das von Generation zu Generation.
Und in Indien waren es insgesamt 28 Nachfolger nach Buddha. Und Bodhidharma, der 28., ist zugleich der erste chinesische Patriarch, ja? Oder Zen-Ahn. Patriarch klingt immer so patriarchalisch. Also gemeint sind Menschen, die Durchblick hatten, ja, und es hat nichts mit patriarchalisch sein zu tun. Ja. Von da ab geht dann die Reihe weiter und die Übertragungslinie ging von China nach Japan und von Japan nach Deutschland. Ja. Und mein Lehrer war der 83. Nachfolger nach Buddha in seiner Linie, Oisaidan Roshi. Und infolgedessen bin ich der 84. Ja, also es gibt 84 namentlich bekannten Personen, die mich mit dem Buddha verbinden. Und jeder hat irgendwann zu einem Schüler gesagt, du hast es. Und hat ihm das Dharma-Siegel ausgestellt, ja. Und das ist eine wunderbare Tradition. Ich habe das gemerkt, als ich von meinem Lehrer das Dharma-Siegel bekam und mir klar wurde, ich stehe jetzt in der Reihe dieser Patriarchen oder Zen-Ahnen. Da habe ich gemerkt, dass das eine Kraft bedeutet. Ich bin schon mit 16 Jahren oder sowas, habe ich mich für fernöstliche Dinge interessiert und ich bin auch aus eigenem Antrieb letztlich zum Buddhismus gekommen. Also da haben mich jetzt keine Lehrer so wirklich hingezogen, sondern das habe ich irgendwie gespürt, indem ich meiner inneren Wahrheit gefolgt bin, ist es einfach passiert, ja. Und es war aber nochmal ein Unterschied, als ich bemerkte, jetzt stehen die 84 hinter mir. Und man beschäftigt sich natürlich dann auch mit diesen 84, was waren das eigentlich für Leute, ja? Und je mehr man sich mit denen beschäftigt, umso beeindruckender erscheinen die in der eigenen Genealogie. Und so. Und heute ist es ja üblich, sich mit Traumata zu beschäftigen. Und man kann sagen, fast alle Menschen, die heutzutage leben und nicht ununterbrochen fröhlich sind, haben irgendwann in ihrem Leben irgendein Trauma erlitten, dass sie sozusagen ein Stück weit an der Befreiung hindert, ja, weil sie sich mit dem Trauma auseinandersetzen und weil sie von diesen Erfahrungen, die sie traumatisiert haben, irgendwie auch gebunden sind. Und deshalb gibt es viele Therapeuten oder spirituelle Lehrer, die sich mit der Auflösung nicht nur der Traumata der gegenwärtig lebenden Personen beschäftigen, sondern auch mit den Traumata der Ahnen. Also auch unsere Ahnen, auch meine Großeltern und Urgroßeltern und soweit man das zurückverfolgen kann und sie einem namentlich bekannt sind, kann man das aufspüren. Auch diese ganzen Personen waren durch irgendwelche Ereignisse traumatisiert und haben das Schwere, was sie erlebt haben, wenn sie es nicht selber aufgelöst haben, an uns weitergegeben. Zumindest besteht die Möglichkeit, dass es an uns weitergegangen ist. Im Zen sagt man, wenn in einer Familie jemand Mönch wird,
dann befreit er 9 Generationen rückwärts von ihrem Karma. Also die springen ja alle gleich aus der Hölle raus und erfreuen sich in den Sphären, in denen sie sich aufhalten, einer neuen Freiheit. Ja? Und das ist natürlich vor allem für die Person wichtig, also wenn ich Mönch werde, zu wissen, diese ganzen Traumata, die meine Familie da mal erlitten hat, ja, die lösen sich nach rückwärts auf, einfach dadurch, dass ich Mönch bin und Sutren rezitiere. Das kommt noch dazu, ja. Also indem wir uns der Übung hingeben, beispielsweise das Weisheitssutra zu rezitieren, dadurch löst sich unser Karma nach der gängigen Auffassung rückwärtig auf. Und Hakuin, der hat es ja auch in seinem Chorgesang betont, dass wem nur ein einmaliger Sitz sich vollendet, wer also durchbricht zur großen Sicht der Welt, dem löst sich alles Karma auf. Ist dann vorbei mit dem, dass die Alten in einem rumzicken, ja? Schluss damit. Und auch deshalb lohnt es sich, Sazen zu üben, ja? Also, ich möchte das noch mal in Erinnerung bringen, dass es verschiedene Gründe gibt, die das sinnvoll erscheinen lassen, dass wir uns dieser Übung hier hingeben. Und natürlich gibt es auch Fragen, die wir als moderne Menschen an diese überlieferte Zen-Praxis stellen. Ja? Also, wenn man sich klar macht, der Rinzai, der ist 1100 Jahre vor unserer Geburt gestorben. Ja. In welcher Zeit lebte der und mit welchen Fragen hat er sich da beschäftigt? Und wieso konnte er da seine Mönche aufrufen, sich selbst zu vertrauen und sich von niemandem einreden zu lassen, wie er die Welt zu verstehen hat und so weiter, sondern wirklich ganz auf die eigene Kraft zu vertrauen. Das ist 1100 Jahre her, dass der das mit seinen Mönchen besprochen hat. Und wir sind glücklicherweise durch das Rinzai-Rokko mit diesen Vorgängen irgendwie verbunden. Das ist ein großes Glück für uns. Ja, also das Rezitieren. Rinzai war jemand, der wenig Wert darauf gelegt hat, dass bestimmte Formen eingehalten werden. Und er hat versucht, den Mönchen das Anhängen an irgendwelchen Vorbildern massiv auszutreiben. Also wer irgendwie der Buddha oder so dabei die Augen rollte und wie kann ich das je erreichen, der kriegte sofort 30 Stockhiebe, damit er wieder zur Vernunft kam. Ja? Also auf sich selbst vertrauen lernte. Ja? So, und nun rezitieren wir hier ja zweimal täglich so einen ganzen Kanon von Sutren. Und dieser König da aus Ostindien, der fragt ja den Prajnadara, warum rezitierst du eigentlich keine Sutren? Ja? Und der antwortet darauf, doch, ich rezitiere ständig Sutren. Nämlich das Sutra der Soheit rezitiere ich in einem Fort. Wenn ich einatme, rezitiere ich es und wenn ich ausatme, rezitiere ich es. 1000-fach, 10.000-fach, 100.000-fach, 100.000 Schriftrollen. Jeder Atemzug eine Schriftrolle, ja. Das war der Standpunkt des
Lehrers von Bodhidharma. Also 100.000. Ja, da könnten wir es doch genauso machen. Ja? Warum rezitieren wir da diese Texte und tun uns schwer mit diesem ausländischen Kram da, den wir nicht verstehen und so? Warum nicht einfach nur einatmen, ausatmen und jedes Mal eine Schriftrolle, ne? Der Soheit, das Sutra der Soheit rezitieren dabei. Ja, ja, das wäre schön und ich würde sagen, es würde sich lohnen, diese Praxis tatsächlich zu verkörpern. Also es geht ja im Zen immer darum, nicht nur die Dinge zu verstehen, verstandesmäßig, sondern sie zu verkörpern. Das heißt, sie zum Ausgangspunkt der eigenen Haltung zu machen und das auszustrahlen. Ja, wenn ihr das schafft, die Soheit, das Sutra der Soheit, mit jedem Atemzug auszustrahlen, dann könnt ihr es meiner Meinung nach dabei belassen. Ja? Warum rezitieren wir also trotzdem diese ganzen Schriften? Ich weiß, als ich da das erste Mal mit der Rezitation und dem ganzen Formen des Zen so in Berührung kam, dass mich das total abgeturnt hat. Also ich dachte, das ist, was soll denn, das ist doch die reine Manipulation und warum? Ich muss doch nicht diese ganzen Kram da mir antun, nur um zur Besinnung zu kommen. Ja, das ist doch wohl ein bisschen lächerlich. Und ich war also in ziemlicher Opposition dazu und hat mir gesagt, also wir hier im Westen, wir werden das mal anders machen und diesen ganzen Schnickschnack da mal lassen. Und ich war schon auf dem besten Wege dazu. Da kam ja der Roshi aus Japan. Das war ungefähr im 11. Jahr oder 12. Jahr meiner Zen-Praxis. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, also, was sollen denn eigentlich diese Formen, wie so Gassho machen, wenn man da durch die Tür tritt und so weiter? Da hat er zu mir gesagt, we Zen people are proud of our forms. Ich dachte, das gibt's doch jetzt wohl nicht. Ja? Auch noch stolz drauf sein. Das ist das Letzte, ja. Und habe ich da weiter dran rumgekaut. Aber ich habe ja trotzdem immer mitrezitiert und wir haben ja von jedem Sutra eine deutsche Übersetzung. Also wir können uns den Inhalt, den verstandesmäßigen Inhalt, können wir uns einigermaßen erschließen, indem wir die deutsche Übersetzung lesen. Warum dann trotzdem dieses sino-japanische Nachahmen von Sanskrit, was die Sutren darstellen. Ja. Die Japaner verstehen es nicht, die Chinesen verstehen es nicht und rezitieren einfach, so gut es geht, den Sanskrit-Text von den Lauten her. Und das liegt daran, dass sie bemerkt haben, dass die Sanskrit-Texte eine mantrische Wirkung entfalten. Und ein Mantra ist ein Klang, dessen Wirkung bekannt ist. Also wir rezitieren ja häufig das Meijiku Kanonjo, könnte man auch sagen. Willkommen Kanon, das reicht doch eigentlich, ja, warum das jetzt da immer rezitieren und so weiter. Ja, und das Interessante ist, wenn man das immer wieder rezitiert, dass das eine enorme Anregung unseres endokrinen Systems ist. Ja? Also hormonell werden wir angesprochen davon.
dieses Mantra wirkt auf alle endokrinen Drüsen. Ja? Und diese Wirkung hat es natürlich nur in dieser Sanskrit-Form, nicht wenn wir das auf Deutsch sprechen. Auf Deutsch kann es uns sinnvoll erscheinen, aber diese Wirkung entfalten nur dieser Originaltext. Und deshalb haben wir alle diese Sutren in dieser für uns häufig unverständlichen, aber in den Lauten festgelegten Form. Ja? Reihenfolge der Laute, der Klänge. Das ist das Entscheidende bei den ganzen Rezitationen. Und wir merken es ja auch, wenn wir gemeinsam rezitieren, dass am Ende der Rezitation, wenn wir gut eingestimmt waren, auch unsere Energie irgendwie höher ist. Ja. Das ist natürlich eine typische Folge von dem mantrischen Gehalt der Rezitation. Und deshalb wahren wir das. Außerdem gibt es noch einen anderen Grund, warum wir das wahren. Unser Dirk, der uns so wunderbar belehrt im Tee geben, in der klassischen Form, ja, der hat berichtet, wie er so eine Reise nach New York gemacht hat, ist dann ins Konzert gegangen und so weiter. Und dann ist er aber auch in die dortige Rinzai-Tempel gegangen. Den Rinzai-Tempel von Shimano. Und siehe da, er kam dahin, konnte sich hinsetzen und war sofort drin. Er konnte mitrezitieren. Alles war vertraut. Und der Harada Roshi, einige von uns waren da zu der Feier seines 80. Geburtstags in Asendorf. Da waren auch so an die 120 Leute präsent. Da werden auch die Sutren rezitiert aus unserem Puja-Zyklus. Und nur die Texte sind halt Englisch, weil, also keine deutschen Übersetzungen, sondern englische Übersetzungen. Das liegt daran, dass das eine global organisierte Sangha ist, ja. Also in Asendorf ist das europäische Zentrum und in Amerika gibt es ein Zentrum für Amerika und in Okayama in Japan, da ist der Muttertempel bevölkert von lauter Ausländern, die angehalten werden, da mindestens ein Jahr zu bleiben. Und unser Viktor, der ist da, glaube ich, jetzt seit 9 Jahren, also seid vorsichtig, wenn ihr da hingeht. Es kann sein, dass ihr da länger bleibt, als ihr ursprünglich vorhattet. Ja. Ja, und so gesehen ist unsere Rezitation ein globales Energiefeld. Ja? Überall rezitieren die Rinzai-Leute das auf der Welt. Und überall könntet ihr dazustoßen und mitrezitieren. Ja? Das ist doch eine wunderbare Form, auf Vertrautes zu stoßen. Ja, und deshalb haben wir den Gedanken hier aufgegeben, man könnte auf die Rezitation verzichten. Einfach noch ein, zwei Runden mehr in Stille einlegen. Nee, haben wir nicht gemacht. Und die beibehalten. Und gleichzeitig rezitieren wir natürlich ständig das Sutra der Soheit. Immer dann, wenn ihr wirklich auf euren Atem achtet und jeder Ausatem und jedes Einatmen ein bewusstes Tun von euch ist, ihr euch vollständig bewusst seid, was da geschieht, in eurem Körper, in Verbindung mit diesem Universum. Wenn ihr das wahrnehmen könnt, dann rezitiert ihr das Sutra der Soheit, indem ihr beständig ein- und ausatmet. Ja,
das könnte große Wirkung haben in der Welt, wenn das natürlich viele Menschen täten. Alle haben ja die Möglichkeit, bewusst zu atmen. Alle haben die Möglichkeit, ins Hier und Jetzt einzutreten und wirklich den augenblicklichen Moment wach zu erleben. Nur es machen äußerst wenig Menschen davon Gebrauch. Und stattdessen machen die Menschen Gebrauch von ihren Gedanken und Ansichten. Die sind irgendwie die Hauptorientierung für ihr Leben. Und dazu kommen dann noch die Infos aus dem Fernsehen und aus den Tagesschau und Tagesthemen und solchen Sachen wie Zeitungen und so. Und das hält uns davon ab, in das eigene Erleben wirklich einzutauchen und dem zu vertrauen. Gerade jetzt, wo die Zeiten so kritisch sind und wo es so aussieht, als ob alle blockiert und orientierungslos sind. Also ich fahre hier neulich da in neuerdings in die Muckibude von Steierberg. Ja. Habe ich mich jetzt angemeldet. Ihr könnt mich dran erinnern. Und ich will raus. Und was ist? Die Bauern blockieren die zentrale Kreuzung von Steierberg. Also die blockieren nicht nur die B6, das konnte ich umgehen. Ja, die blockieren nicht die A2. Nein, überall. Ja, und dann kriegt man da so Zettel in die Hand gedrückt, was ihre Forderungen sind. Nämlich unbedingt Diesel weiter zu subventionieren und so fort. Und mir kommt das so vor, als ob unser Land wirklich zurzeit geistig und physisch blockiert wird. Ja. Alle möglichen Leute sind am Streiken. Ja. Kaum hat man sich daran gewöhnt, dass sie eine Gewerkschaft aufgehört hat zu streiken. Bei der Bahn fängt die andere an. Und dann denkt man, jetzt können die Züge wieder fahren. Jetzt kannst du es mal wagen, auf die Strecke zu gehen. Dann hat irgendjemand Metall rausgerissen, also Kupferleitungen, ja, die sind natürlich teuer. Und das ist klar, also wenn die Kabel der Bahn da aus dem Schienenbett gerissen werden und eingeschmolzen werden, das ist nicht schön für den Verkehr. Der findet dann nämlich nicht statt, ist blockiert, ja. Und so läuft es wirklich im Augenblick an allen Ecken, also ob das nun die Flugzeuge sind, die nicht fliegen. Ich bin neulich nach Potsdam zu Claudia zum Sendtag gefahren. Ich habe die einzige Möglichkeit erwischt, dahin zu kommen. Also mit dem Auto ging nicht, die A2 war von den Bauern blockiert und zwar massiv. Also zu Fuß gehen war auch nicht angesagt. Fliegen nach Berlin konnte man auch nicht, weil die Flugzeuge auch bestreikt wurden. Also nicht die Flugzeuge, sondern diese Sicherheitszonen, bevor man da reinkommt, die waren bestreikt. Ja, dann war der Streik der Vororts- und Regionalbahn. Also um normalerweise dann erstmal nach Hannover zu kommen und von da aus mit dem Zug weiter, war nicht. Und da ging tatsächlich ein IC von Nienburg bis Potsdam durch. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für ein Wunder für mich war? Da konnte ich einsteigen in Nienburg und bis Potsdam. Es war aber wirklich die einzige Möglichkeit. Ich habe dann noch mal geguckt, ob es da noch so einen Zug gibt. Nein, es war der einzige. Ja, zurück konnte ich dann fahren, weil die da ihren Streik in Berlin und für den Regionalverkehr schon mal wieder aufgegeben hatten. Aber an dem Tag, wo es drauf ankam, wäre ich nicht durchgekommen. Ja? Hätte ich Claudia angerufen, tut mir leid, wir müssen das per Zoom machen. Wäre nicht so schön gewesen.
sehr klar, wir können uns behelfen per Zoom und so weiter. Okay, aber wie gesagt, die Zeiten sind so, dass wir immer noch körperlich und in echt zusammenkommen können und in Farbe, wenn es auch schwarz ist, ja. Und das, finde ich, sollten wir genießen, ja. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Wer weiß, wie teuer die Fahrkarten noch werden und wie die Verkehrsverhältnisse sich entwickeln, ja. Wie hoch die CO2-Steuer noch wird, ob wir da überhaupt noch vorankommen. Gut, also deshalb lasst es uns hier genießen, dass wir hier zusammenkommen können und auch, dass wir die Möglichkeit haben, länger als nur Session hier zu sein im Tempel. So wie Madeleine und Wessela und jetzt ihr da, drei junge Männer oder zwei davon. Auf jeden Fall, das ist eine wunderbare Sache und da können wir dann das Sutra der Soheit üben mit jedem Atemzug. Und ab und zu rezitieren wir eben auch unsere anderen Sutren. Also dazu beglückwünsche ich euch. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.